Wir haben also heute drei Teile zu absolvieren. Einen kurzen Einleitungsteil, wo ich ein bisschen über den Club erzählen will. Nicht immer dasselbe, sondern wieder was anderes. Dann machen wir eine kleine Fragestunde. Also in dem Sinn, dass jemand, der eine Frage hätte an andere und aber nicht weiß, wer das beantworten könnte, der könnte dann in diesem Wechselteil, wo wir die Mikrofone wechseln, also könnte dann diese Fragestunde sein, Frageviertelstunde, ja? Also ich mache eine kurze Einleitung, dann kommt eine kurze Viertelstunde zum Fragen und dann kommt der eigentliche Vortrag vom Roman. Heute geht es um digitale Landkarten und ich habe mir gedacht, diese Einleitung soll sich auch ein bisschen mit diesen Landkarten beschäftigen, soll damit zu tun haben. Bevor wir aber mit den Landkarten beginnen, schauen wir, ob das überhaupt geht. Geht nicht, typisch. Umstecken musst du wahrscheinlich ins Stick wieder, weil den hat der Roman. Das Mikrofon ist. Achso, ja, darf ich den Stick haben? Rechts? Ja, dann darfst du. Du. Bitte hier? Das Mikrofon funktioniert nicht. Bitte? Bedauerlicherweise. Ganz kurz, ich bin gleich weg. So. Bevor wir mit den Landkarten beginnen, einen Hinweis auf den nächsten Clubabend. Beim nächsten Clubabend geht es um WordPress. Also jeder, der im Internet etwas publizieren möchte, wäre an sich ein Kandidat für diesen Clubabend. Also wenn das jemand schon immer machen wollte, etwas im Internet zu publizieren, dann soll er kommen. Das ist nicht so einfach. Wenn jetzt jemand ein spezielles Problem hat, also eine Besonderheit bei seinem Web oder bei seinem Anliegen, dann sollte er uns das vorher schicken, dann könnte man das eventuell vorbereiten und in diese ganzen, in den Abend einbauen. Das wäre also am Donnerstag, den 23. Dann habe ich ein kleines Geschenk für heute am Abend. Ich sammle Landkarten von Wien. Und ich habe eine ganz nette Sammlung von älteren und neueren Landkarten. Und für 14 Tage bis zum nächsten Clubabend ist diese Adresse hier oben freigeschaltet und das kann sich jeder downloaden. Manche sind so groß, da kann man ganze Wandbilder draus machen. Also wenn sich jemand das Zimmer tapezieren möchte, da kann er sich mit Wien tapezieren. Sofort. Na gut, das schon wieder weg. Was ich zur Einleitung sagen wollte, ist, ich wollte euch zeigen, wie sich unser Club im Internet präsentiert, auch ganz ohne Homepage. Also wenn jemand auf Google geht, auf Google Maps, und er gibt einen Clubcomputer, dann findet er auf der linken Seite so eine Art Firmenbox und auf der rechten Seite sieht er, wo Clubcomputer zu Hause ist. Ist kein Wirtshaus, das heißt Firmenpräsenz, oder da steht es irgendwo. Da steht es, Geschäftsstelle heißt es. Ja? Also wir sind eine Geschäftsstelle, andere Bezeichnung hat bei Google nicht gepasst. Und da sieht man also eine kurze Beschreibung, da sieht man auch uns beim Heurigen. Und ein Anliegen auch wieder gleich an alle, schlagt die Seiten einmal auf. Da unten steht Rezension schreiben. Also bitte nicht beschimpfen, ja, das löschen wir wieder. Aber irgendwas. Ja. Also, egal. Ah ja, naja, ich habe das ja so ziemlich weit gesteckt. Die Betriebszeiten sind bis 21 Uhr, dann gehe ich schlafen. Oder sagen wir, da fange ich zum Arbeiten an. Gut. Wenn man sich das Ganze bei Google Suchmaschine anschaut, also nicht bei Google Maps, ist das ganz ähnlich. Man hat also wieder auf der rechten Seite diese Firmenbox. Und auf der linken Seite hat man Treffer, die mit Clubcomputer zusammenhängen. Ja? Und die Treffer sind wirklich toll. Bitte, Clubcomputer ist ja kein sehr häufiger Name, ja? Den gibt es eh nur bei uns in Wien. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir nur lauter Clubcomputer-Treffer hier haben. Ja, ist klar. Deswegen versuchen wir auch jetzt, sehr viel Content in unsere Webseite einzubauen, damit die Leute auch aus anderen Zusammenhängen zu uns kommen. Also nicht nur, wenn sie Computer eingeben, sondern wenn sie zum Beispiel WordPress eingeben, sollen sie auch bei uns landen. Ja? Also da sind wir dabei, das aufzubauen. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie man bei diesem Google an die erste Stelle kommt oder halt, wie man sich bemühen kann, auch ohne großen Aufwand und auch ohne Webseite.
das Google arbeitet ungefähr so, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann arbeite ich auch mit dir zusammen. Also wenn man was für Google macht, also man stellt Google irgendwelche Informationen zur Verfügung, dann ist es irgendwie logisch, dass man, ja genau, eine Hand wäscht die andere, nicht? Und je mehr man mit Google kooperiert, desto höher steigt man in diesem Ranking. Und da sind alle Möglichkeiten, mit diesem Google zusammenzuarbeiten. Die einfachste, die zeige ich euch heute, das ist, ich bestätige meine Firma bei Google. Das machen wir heute. Das heißt, jeder hat irgendein Projekt oder eine Firma, also leider sind wir schon in einem Alter, wo die Firmen schon wieder zurückgelegt werden, aber egal, man hat irgendein Projekt, sagen wir eine Faschingsgilde, dann möchte man auch so einen schönen Kasten haben, wo das aufscheint. Also wir sprechen jetzt darüber, wie erledigt man einen bestätigten Eintrag bei Google Business. Die anderen Möglichkeiten, die sind alle mit Homepage. Also da meldet man sich bei den Webmaster-Tools an, bei Google Analytics, das kostet alles nichts. Aber mit dieser Anmeldung erfährt Google etwas über dieses Projekt. Und im Zuge dessen steigt man auch in der Gunst von Google, wenn man das macht. Da kann man Werbung schalten und so, also das kann man sich dann nochmal später anschauen. Okay, kann ich diese Seite irgendwo abschauen? Ich brauche es nicht ausschreiben. Du brauchst das nicht abschreiben, das ist immer alles online. Moment, okay. Moment. Auf der ersten Seite steht hier ja, die Adresse. Ja, hier. Okay, ja, hier stehen die drei Adressen. Nehmen wir an, ein Restaurant in Scheibs. Ich habe die Adresse weggelöscht. Da steht nichts. Da steht nur die Adresse und die hat Google aus irgendeinem Verzeichnis. Es gibt ja massenhaft Verzeichnisse von Firmen, Restaurants und so weiter. Und auch ein Restaurant, das gar nicht weiß, dass es im Google ist, ist im Google, weil es halt in einem Firmenverzeichnis ist. Ich habe die Adresse rausgelöscht, das ist ja belanglos. Und man sieht hier, dass jeder Besucher der Seite etwas hinzufügen kann, auch wenn ihm das Restaurant gar nicht gehört. Er kann da schon was dazu schreiben. Wichtig ist aber diese Zeile. Sind Sie der Inhaber des Unternehmens? Ja? Das will nämlich Google. Google möchte, dass dort nicht nur irgendwelche Indianer irgendwas hinschreiben, sondern dass das auch authentisch ist, was da drinnen steht. Wenn man also ein Unternehmen hat mit Adresse, dann sollte man sich als Inhaber ausweisen und dann kann man mit Google ganz gut kooperieren. Das schaut jetzt so aus. Geht das auch mit feindlicher Übernahme? Genau, ich habe also übrigens, ich habe ein Unternehmen angemeldet, das gar nichts davon weiß. Das wird es jetzt gleich sehen. So. Das war aber freundlich gemeint, also das war nicht feindlich. Also, es geht um das Restaurant Jumbo. Wenn man dieses Restaurant anklickt, auf Google, es wird ja gefunden, die Adresse ist ja da. Dann meldet er sich mit Unternehmen hinzufügen und man füllt aus, was man über dieses Unternehmen weiß. Ich habe das auch mit Club Computer gemacht, auf der rechten Seite funktioniert genauso. Andere Karten. So, jetzt bekommt man von Google die Mitteilung, gehört dir das auch, bist du der Besitzer oder bist du autorisiert, das zu machen? Sagt man, ja, frech. Mir gehört natürlich das Asia-Restaurant Jumbo nicht, aber ich habe es halt gemacht. Dann wird angekündigt, dass man einen Brief bekommen wird auf die Adresse, wo man dann weiterkommt in diesem Verfahren. Also so schaut dann dieser Brief aus. Und währenddessen diese Prozedur jetzt angeleiert wird, bekommt man die Möglichkeit, weitere Eintragungen zu machen, damit halt die Zeit richtig genutzt wird. Das macht man da. Also in dem Fall gibt man also Telefonnummern an, zum Beispiel die Öffnungszeiten oder was es über dieses Restaurant zu sagen gibt. Sonderbare Fragen, gibt es eine Kinderspeisekarte und all solche Sachen. Nicht? Je nach Geschäftstyp werden die Fragen sicher andere sein. Dann gibt man Bilder an, man kann Bilder uploaden, so viel man will. Oder zum Beispiel die Speisekarte in diesem Fall. Und dann bekommt man zum Schluss dieser Eingaben einen Hinweis, wann man diese Rückantwortkarte zu erwarten hat. Also in dem Fall am 3.1., kommen wir jetzt am 17., aber gut, Weihnachtsferien. Nicht? Gut. Dann bekommt man so eine Karte. Auf dieser Karte ist eine Nummer und diese Nummer dient dann dazu, diese Eingaben, die man schon gemacht hat, zu autorisieren. Wenn man das dann macht, dann sieht man hier so einen Art Fortschrittsbalken. Der ist an dieser Stelle, wo steht Code eingeben, steht auf 80%. Gibt man den Code ein, ist es auf 90%.
Und da, warum es nicht auf 100% liegt, liegt daran, dass hier die Webseite noch nicht angegeben ist. Habe ich dann gesehen, habe ich gesagt, na, zum Clubabend muss das 100% sein. Jetzt habe ich schnell eine Webseite gemacht und siehe da, jetzt gibt es da eine Webseite und der Fortschrittbalken ist verschwunden und hat da alles eingegeben. In dem einen Monat hat dieses Lokal schon 200 Kontakte eingefangen, diese Seite. Ja? Also es geht dahin, es gibt sogar schon zwei, also ich hab da schon so einen Review gemacht, also Bewertung, meine war sehr positiv, aber ja. Und man sieht, die Belohnung ist, man scheint in der Google-Suche bereits unter den Top 3 Restaurants in Scheibs auf. Gut, das ist, ja, aber vorher war es nicht da, ja? Also vorher war es und war schon irgendwo gelistet, aber nicht so. Wir gehen dort essen, ja. Ja, ja. Sag mal, hast du das Lokal wirklich? Das heißt Jumbo, Asia Restaurant Jumbo. Dich freuen sie drüber, ja, das sind unsere Nachbarn. Aber die wissen das noch gar nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe das nicht unter meinem Namen gemacht, sondern unter einem künstlichen Namen, den ich Ihnen dann wieder schenke, sozusagen. Ein zweites Google-Konto natürlich. So, das war's. Der Lohn der Arbeit ist, dass man bei der Google-Suche, wenn man sagt Restaurant Scheibs oder Jumbo Scheibs, bekommt man also eine Top-Bewertung. Was jetzt wichtig ist, also der Ort ist jetzt im Internet und wird mit so einem schönen Kasten gefunden. Und jetzt ist es wichtig, dass es Interaktionen gibt. Also dass die Leute, die dort wirklich essen, jetzt sagen, das hat uns gefallen, das hat uns nicht gefallen. Ganz egal, ja. Und das macht man hier. Hier ist dieser, so ein kleiner blauer Balken und da steht, kannst du über den Ort etwas sagen? Und wenn man bei diesem Spiel sich beteiligt, das ist wie ein Spiel, ist nicht schwer. Er fragt, gibt es dort Hochstühle? Ist das kindergerecht? Kann man mit einem Rollstuhl reinfahren? Das sind ganz einfache Fragen. Ja? Und ich war gerade vorher auf dem mit 46 Punkten, das ist wie ein Spiel. Man bekommt für jede beantwortete Frage einen Punkt. Und ich war bei 46, habe mir gedacht, na erst die 50 werde ich jetzt auch erreichen. Und habe ein paar Fragen für das Asia Restaurant beantwortet und tatsächlich, ich bin auf dem Level 3 jetzt. Level 3, ich habe da so ein kleines Pluszeichen dazu bekommen. Ja? Also ich bin schon, ja, irgendwas bin ich. Ich bin auf Level 3, habe so eine schöne E-Mail bekommen und ja, weiß ich nicht. Und wie lohnt es zum Essen? Naja, überall wo ich bin, trage ich ein, wie es mir gefallen hat. Nicht? Also, das ist halt so. Das ist die Hobel der Google-Agent. Ja, wenn ich jetzt Google aufmache, dann ist es sonderbar, meine Landkarte schaut anders aus, wie wenn ich sie anonym aufmache. Meine Landkarte kennzeichnet nämlich die Orte, wo ich häufig bin. Also zum Beispiel das Kulturschmankerl. Ist irgendwie ungewöhnlich, auf so einer riesigen Karte das Kulturschmankerl anzuzeigen. Aber weil das eben meine besuchten Orte sind, werden die hervorgehoben. Ich habe es eingeringelt, alle diese Orte. Ja. Ist auch dabei, ja. Also wenn man da noch links... Ja, zum Beispiel da. Da ist zum Beispiel das Steakshead, ja. Und ist dabei. Jumbo? Man, das ist Wien, aber... Ja, aber das kommt noch, kommt noch. Ach so. Kommt noch. Wenn man jetzt hier auf das Menü klickt und auf meine Beiträge, dann sieht man auf einer größeren Landkarte, wo ich überall schon Einträge gemacht habe. Und da ist tatsächlich dann da irgendwo, da ist das Jumbo, siehst du das da? Da. Das ist ein Rapid-Lokal in Wels. Ja. Aber so. Mit den Fingern haben wir immer Freunde zu haben. Wenn sie Feinde haben, müssen wir auch auf der Aufnahme gehen. Ja, gut. Also das war halt so eine kleine mein Bildschirmspiel. Jetzt dieser blaue Punkt hier ist eigentlich das, wo es jetzt weitergeht. Das ist Gritzendorf. Also die Gegend halt, ja. Die Gegend. Starkboxen. Ja. Und das ist sozusagen die eigentliche Überleitung zum Roman. Die Straßen, die ihr da links seht, die kennen eigentlich nur zwei. Der Gerhard kennt es auch. Das ist die Feldstraße in Gritzendorf. Und diese kleine Hütte, da habe ich meine Kindheit verbracht. Und der Zufall ist der, dass 30 Jahre danach kram ich in den Unterlagen vom Club
und sehe ich, da sind zwei Grinzendorfer dabei. Jetzt ist das Grinzendorf nicht so groß, vielleicht kenne ich die. Der eine war der Roman, der wohnt jetzt da, wo da noch die Wiesen ist. Ja? Da wohnt jetzt der Roman. Auf der Wiesn. Und der Mann von der Toni, das ist meine Jugendfreundin quasi gewesen, der ist auch bei uns Mitglied. Das habe ich aber 30 Jahre lang nicht gewusst. Das war einfach, hat sich so ergeben. Und mir hat das gefallen, dass das so ein Zufall ist, dass wir uns da wieder treffen bei dem Club. Und der Gerhard kennt es auch. Ja. Der Gerhard war, da habe ich in der dritten Klasse Mittelschule einen Nachzipf gehabt. Und der Gerhard war mein Nachhilfelehrer. Also im Team lernt sich's besser, nicht? Und das haben wir dann, oder habe ich ihn zu verdanken, dass ich da stehen darf. Danke. Das war eine Englisch, bitte. Englisch, was ja. Das heißt aber Magister-Doktor, nicht Doktor Magister, oder? Magister. Nein, das heißt Doktor Magister. Nein, Magister-Doktor. Der höherwertige Titel ist näher am Namen. Ach so. Ja, entschuldige. Ach so, gut, okay. Das ist ja der Roman. Er ist ein bisschen jünger als ich und deswegen ist er auf diesen Kindheitsbildern nicht drauf, weil da war er noch kleiner. Genau. Also das war unser Teil über den Club. Und jetzt können wir eine ganz kurze Pause einlegen wegen diesen Fragen. Das heißt, wer von euch an jeweils andere eine Frage hätte oder etwas wissen möchte, das wäre es jetzt. Jo. Bitte. Kannst du nur meine erste Seite Mikrofon anzeigen, damit ich das deutschen kann? Ja. Bei dieser Eintragung bin ich immer wieder gescheitert, weil Google nimmt keine Ferienwohnungen. Mein Hauptwohnsitz ist eigentlich in Wien und meine Ferienwohnung ist in Bad Waltersdorf. Und das nimmt Google nicht, weil Google will eine offizielle Öffnungsadresse, wo tatsächlich immer wer vorhanden ist. Das bin ich aber nicht. Jetzt kann ich also nicht reingeben, die Adresse, die Ferienwohnung in Waltersdorf. Wenn ich Öffnungszeiten reinschreibe, klingelt irgendwer bei unseren Gästen, aber ich sitze in Wien. So, und daher funktioniert das nicht. Gibt es eine Lösung? Kennst du das Problem? Ich habe das Mikrofon. Wir haben einen ganz netten Änderungsschneider in der Gudrunstraße. Das ist ein Türk. Der kann auch nicht lesen. Also er kann schon lesen, aber er kann nicht Internet lesen. Und deswegen habe ich sein Geschäft eingebaut bei Google. Das ist irgendein Geschäft. Ich besitze es gar nicht. Und ich habe es eingegeben und es ist gegangen. Nur überprüft Google in der Zwischenzeit, wo ich es eingegeben habe, ob dieser Betrieb wirklich existiert. Wie die das machen, weiß ich nicht, aber sie machen es aber. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Aber die Öffnungszeiten muss man ja nicht angeben. Die Öffnungszeiten sind ja optional. Die muss man nicht eingeben. Da bist du halt nicht ganz fertig mit deinen Eingaben, wenn du die Öffnungszeiten nicht angibst. Aber wenn du das nicht angibst, ist auch gut. Also Google wollte immer nur... Google wollte immer nur fixe Stationen haben, wenn irgendwer, der eben auf der Google Maps nachschaut, der fährt dorthin und will jetzt dort rein und muss auf die Glocke drücken und sagen, hier bin ich. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann sagt der Google, das geht nicht, das mache ich nicht. Vielleicht hat sich was geändert in der Zwischenzeit. Also an dem Sektor ist sehr viel geändert. Ja. Also wann hast du denn das gemacht, in welchem Jahr? Vor einem Jahr habe ich es wieder probiert einmal. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber wir haben alle, der Digital Society ist auch drinnen. Der Werner hat das schon gemacht, nicht? Das macht er gleich. Weil das ist ja wichtig, dass das immer gleich korrekt aufscheint, so ein Betrieb. Ja, bitte? Kann man das mit einer fiktiven Adresse, E-Mail-Adresse auch machen? Das geht in 3 Minuten. Man braucht ja nur bei Google selbst eine Adresse anlegen. Adresse, die verknüpft man mit dem Handy zur Sicherheit. Kann man, muss man auch nicht.
dann hat man halt einen zweiten Kanal und man wird also übers Handy, kriegt man eine SMS, eine Nummer und die gibt man dann ein und dann wird das verifiziert. Mache ich immer. Also ich kann fiktiv ein Restaurant eröffnen. Ja. Und bestens bewerten. Genau, das geht. Nur, wenn es keine Interaktionen gibt, deswegen habe ich ein bisschen darauf hingewiesen, gut ist, wenn Kunden da sind, die etwas dazu sagen. Da kann man ja fiktiv. Kann man auch, ja, natürlich, ja. Da gibt es sicher jede Menge Gefälligkeitsbewertungen. Also fiktiver, falscher Name, falsche Adresse. Natürlich, ja, hör bitte. Und der schlechte Meldung, wenn man hineinkommt. Naja, um die bei den schlechten. Naja, kann man sich schon bemühen. Kann man schon bei Google vorstellig werden und sagen, da passt was nicht. Die waren, ja, kann man schon. Ich wollte dazu sagen, dass ich habe zufällig gestern das Wieso.de gesehen, ich schaue das nicht regelmäßig, und da ist auch darum gegangen, dass allerdings in eigenen Programmen im Internet, wo Ärzte bewertet werden, und das ist also gegangen, und da sind die guten Bewertungen immer drin, während die schlechten Bewertungen werden relativ bald herausgenommen, und da geht es dann darum, ist das eine Tatsache oder nur eine private Einschätzung, und so, da gibt es scheinbar in Deutschland da gesetzliche Regelungen, und zu den schlechten ist es eben so, dass dann der Besitzer des Items da gefragt wird und der kann dann eigentlich das sperren lassen. Ne? Und jetzt ist die Frage, ob das da war, nicht? Wenn da ein komplettes, ein fiktives Restaurant eröffnet wird, was wäre, wenn man dann ganz eine miese Beurteilung reingibt? Wer nimmt die dann raus oder bleibt die da ewig stehen? Also, Rezension abgegeben. Ja. Wenn jetzt viele das benutzen, sagen, na, die haben eine schlechte Küche da beim Kulturschmankerl, sagen wir jetzt. Dann werden wir uns auch bemühen, dass das rauskommt, nicht? Irgendwie. Ja, aber das mit den Ärzten hat mit dem Google nichts zu tun. Das ist ja eigentlich. Aber es ist ein ähnliches Prinzip. Es ist ähnlich. Es ist ähnlich, ja. Übrigens, tatsächlich. Die Dame weiß schon Bescheid, dass ich das mache, aber ich habe alles ohne ihr mittun. Nur diese Karte, die hat sie in Empfang genommen und die Nummer hat sie mir gesagt. Das ist. Da geht es aber nicht. Ja, schon. Das stimmt. Die Rückmeldung muss auf dieser Adresse passieren. Nicht? Also, die Adresse kann nicht fiktiv sein. Eigentlich mit Rückmeldung nicht, ne? Dann kann man zwar das Geschäft eintragen, aber man bekommt keine autorisierte Bestätigung. Das stimmt, ja. Wer prüft das? Die Kammer? Das weiß ich nicht. Google will es nicht da rausnehmen. Also, das ist ja praktischer Betrug. Nein, Entschuldigung, ich hab gesagt, es könnte fiktiv sein. Es kann eigentlich nicht, weil durch die Rückmeldung ist es ja bestätigt. Man kann eine Rückmeldung fiktiv machen, eine fiktive Adresse angeben. Der weiß gar nicht. Schon, aber der kriegt jetzt die Karten. Per Post oder per Post? Per Post. Per Post. Ja, habe ich zuerst verstanden. Nein, per Post. Per Post. Das dauert eben 3 Wochen ungefähr. Ja. Alles klar. Aber nicht wegen der Post. Kannst du das jetzt schon nicht eintragen, dass du das bewerten kannst? Das ist dieser Brief da. Ja, dass du das eintragst in Google, dass du das bewerten kannst. Ich habe ja keine Adresse angegeben. Ja, wahrscheinlich ist die Gruppe von der Brief. Ja. Ich habe eine Frage von einem Mitglied, der wohnt unweit von uns in der Kaiser-Ebersdorfer Straße und seit vielen Jahren lade ich ihn immer zu unseren Abenden ein. Er kommt nicht. Aber er stellt mir immer peinliche Fragen, die ich dann versuche irgendwie zu beantworten. Er fragt zum Beispiel nach einem Programm für Videobearbeitung. Ja. Ich mache das nicht. Gibt es ein Programm, das man jemanden empfehlen könnte, mit dem er Videos bearbeiten kann? Der Movie Maker ist in Windows 10 automatisch drinnen. Ja. Ja. Movie Maker. KDN Live unter Linux, kein Problem. Ja, aber da muss er Linux haben, oder? Macht er nichts, ja, das kann. Ja, nein. Aber Windows 10 hat das drinnen. Ja. Movie Maker.
Prozess, der nicht Eine Frage, wenn ich YouTube was runterladen möchte, mit welchem Programm mache ich das? Ein YouTube-Video. Wie ladet ihr Videos von YouTube? Von YouTube runterladen. DVD-Videosoft. DVD-Videosoft. Das einfachste ist Firefox und Video-Download-Helfer. Genau. Danke. Da kann man entscheiden, will man das ganze Video oder nur den MP3, also nur die Musik. Ja, genau. Das kann man da entscheiden. Ja, nur ich habe ja entscheiden. An den Club. Ich habe einmal. Bei dem noch nicht, aber man hat zwar gescheitert. Video Download-Helfer. Also meine. Helfer. Ich glaube, das kriegst du einmal ein Club, oder? Na, wieso noch? Ist ein Clubmitglied? Ja, der ist ein Clubmitglied. Ja, der ist ein Clubmitglied. Ja. Ja, mein Gott! Wir werden ausführen. Das sind wir ganz unbedingt. Komm, bündlich zahlen. Nirgendwo in einem Verzeichnis, steht im Vereinsregister und das steht dem Google nicht zur Verfügung. Also stehen halt mal drinnen. Bei Club Computer war es anders, dort habe ich eine Adresse angegeben und der hat mir auf die Adresse dieses Schreiben geschickt. Der hat vorher nicht gewusst, dass es Club Computer gibt. Also auf eine Bildadresse genau. Nichts? Nein, es muss eine Adresse. Eine amtliche Adresse sein? Ja. Weil dort kriegt man den Brief. Und wie weiß Google, dass sie kontrolliert praktisch, ohne es Ihnen zu sagen, die Adresse, sonst geht es ja nicht. Ja, indem sie den Brief hinschickt. Dann mit ihrem Auto vorne. Der Brief geht zu einer Amtliche Adresse. Sonst geht es nicht, ja. Sagen wir, unbestätigte Einträge gibt es ja tausende. Die sind aber folgendes, darf ich vielleicht da kurz ergänzen? Ja, bitte. Google schickt einen derartigen physischen Brief, das ist ein Papier, an eine Postadresse. Wenn die Post diesen Brief nicht zustellen kann, das heißt, die Adresse existiert nicht, dann ist er futsch. Dann kann ich diese Firma auch nicht anmelden. Die Postadressen sind amtliche Adressen, das weiß ich. Ja, und wenn die Post nicht... Ich kann in Google eingeben, was ich will, aber die Google schickt an diese Adresse, die eingegeben wurde, den physischen Brief. Wenn die Post nicht zustellen kann, Pech gehabt. Wenn es eine Fantasieadresse ist, damit beugt Google Absender zurück. Dann geht es an Google zurück. Ja, das ist aber mir als Eintragenden egal. Ja. Also Sie brauchen eine amtliche Postadresse. Sie brauchen eine Postadresse, die funktioniert. Und damit sichern Sie sich ab, dass das Ganze nicht fiktiv ist. Dass es kein Fake ist. Ja. Genau. Naja, das machen ja viele so. Ja. Andere ja. So. Das ist eine Nazi-Adresse. Gut, machen wir Landkarten. Landkarten. Ja. Noch einmal ein Bild. Brauche ich nicht, danke. Jawohl.